Frankfurt City. Die Stadt wird jährlich größer. Immer mehr Menschen teilen sich hier ihren Lebensraum. 70% aller Menschen weltweit werden bis 2030 in Städten leben, mit großen Folgen für Umwelt und Lebensqualität. Knapper Wohnraum, überlastete Straßen und die optimale Versorgung mit Wasser oder Strom werden zukünftig zu Alltagsproblemen. Intelligente Lösungen müssen her. Die Aufgabe für Jung und Alt, schon heute gemeinsam an einer modernen Stadt zu arbeiten und ihre Gedanken in Themen wie Energie, Verkehr, Gesundheit und Sicherheit zu vernetzen. Auf dem VDE-Kongress Smart Cities diskutieren über 1000 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über intelligente Städte und ihre Möglichkeiten. Smart City ist sicher ein sehr komplexes Thema. Es geht dort nicht nur um das Thema Mobilität in den Städten. Es geht um das Thema Kommunikation in den Städten. Es geht um moderne Verkehrsleitsysteme und nicht zuletzt auch um das vernetzte Heim. Also eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aspekten, die man sogar noch weiterspinnen könnte. Häuser, die selbst über Energie, Wasser und Lebensmittel haushalten. Alles ermöglicht durch eine intelligente Vernetzung von Gerätschaften. Doch genau in diesem Bereich sehen Datenschützer auch Probleme, die gelöst werden müssen. Also es gibt ganz sicher Verbraucher, die nicht davon überzeugt sind, die nicht gerne diese Vernetzung haben in ihrem eigenen Haus, dass dort Geräte vernetzt werden. Das muss man auch anerkennen, das ist auch legitim so zu sehen. Die müssen dann aber auch damit rechnen, dass sie eben diese Vorteile, die Smart Home eben bietet, eben dann nicht nutzen können. Aber das ist eine Entscheidung, eine individuelle Entscheidung, die jeder treffen kann. Die Herausforderung besteht darin, die Systeme zu vernetzen, sie intelligenter zu machen und das auf höchstem Sicherheitsniveau. Die Aufgabe von Politik und Wirtschaft ist es nun, die Bürger von den Vorteilen zu überzeugen. Denn sie sind es, die in der Smart City leben werden. Wir müssen im Dialog mit der Gesellschaft, im Dialog mit der Politik tatsächlich einerseits neue Technologien erarbeiten, andererseits aber auch für deren Akzeptanz und Einsatzfähigkeit sorgen und so die Gesellschaft auch von ihrem Nutzen aktiv überzeugen. Das heißt, wir sind hier alle in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs gefragt. Laut einer Verbraucherumfrage des VDE ist der Begriff der Smart City in der Gesellschaft tatsächlich noch nicht weit verbreitet. Obwohl in Deutschland schon 70% der Befragten die Inhalte begrüßen und viel Potenzial in einer intelligenten Stadt sehen, vor allem in der Energieversorgung und der Verkehrsinfrastruktur. Neben der IT-Sicherheit gehören die Energieversorgung und die Verkehrsinfrastruktur zu den größten Baustellen auf dem Weg zur Smart City. Es ist günstig, mit den kleinen und mittelgroßen Städten anzufangen. Die Lösungen sind leichter übertragbar. Sie brauchen häufig für die Megacities, für die ganz, ganz großen Speziallösungen. Aber wenn wir es in Deutschland lösen, dann können wir, glaube ich, viele, viele von diesen Lösungen dann übertragen und dann auch skalieren auf Großprojekte. 2 Tage VDE-Kongress haben gezeigt, das notwendige Wissen und die Technologien stehen bereit. Die intelligente Stadt wird kommen. Bis 2030 soll das Konzept der Smart City in Deutschland funktionieren.